Ja, dann machen Sie doch mal. Erklären Sie bitte den Grund für diese Maßnahme. Wir müssen runter vom Gitter. Schmeißt ihr denn auf das Gitter? Lass sie frei! 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 Weitermache, übergebe ich das Mikrofon an mich, um ein kleines Update darüber zu erbringen, was heute im Innenausschuss passiert ist. I do it in English and German, yeah? Okay, make it a bit short. Okay, I do it very short because I don't want to talk too much. Some people involved in the refugee struggle went today to the session of the Senate for Interior Affairs, which is actually Henkel's department. And there was also the chief of the police of Berlin, Mr. Kant, and there was Mr. Krömer, the state secretary for interior affairs. And so it was, of course, interesting for us to join this public session of the Senate to hear what they're talking about the school. There was a questionnaire by the Pirate Party saying, why there was this kind of police operation since Tuesday here in our neighborhood. And the police chief, Mr. Kant, answered to this, all the police operation is based on the decision of the district. So everything what happened here to us is a decision of Hermann. And they said they were initially here to make a free, peaceful transfer of the people to the other buildings where they can stay. And they were not there to make an eviction. And then we were intervening, saying, but police was already in the building, so it was totally not a peaceful transfer. But they would not react to this. And then the chief of the police continued saying, and also the situation changed into a danger zone as there was, danger coming from the building, like fluids which we could not identify. And there was this, the bomb thing. This is why the police of Thüringen, the province of Thüringen, they entered the yard of the school with the arms. And so after this bureaucratic blah blah of the police and no reaction to this besides the other parliamentarians, some supporters, they intervened into this weird discussion about the bureaucratic, how to control bureaucratically the repression. We said that why Henkel is not there. Henkel wasn't there at all. He decided for himself to join rather the airport conference session, blah. And we said, yeah, okay, why you don't talk about the people? Why you don't talk why they ended up on the roof? Why you're criminalizing the people and take away their human rights and say they have something like bombs and fluids which are not identifiable? Why there's no talk, political talk about the situation and only the police making its bureaucratic report? But the outcome is all the operations are decided by the district. This is what we could get out, but there was nothing else. No, about what about the future days? What about the upcoming days? What about the question of eviction? It was not discussed about it. So there was not so much information going in the Senate today. Also, jetzt noch mal kurz auf Deutsch. Oder magst du es kurz auf Deutsch zusammenfassen? Okay. Wir sind heute kurz bei einem Innenausschuss-Sitzung gewesen, wo wir eigentlich erwartet hätten, dass der Henkel da irgendwie rumsitzt, um über die Schule zu reden. Es war aber der Kant da, der Polizeichef und der Staatssekretär für Inneres, der Krämer. Die Beratner haben angefragt, was jetzt eigentlich so die letzten Tage auf sich hatte mit diesem Polizeiaufgebot und der Polizeigewalt. Und die Antwort von Kant daraufhin war, ja, alle Entscheidungen bezüglich der Operation der Polizei und der Polizeigewalt sind lokale Entscheidungen, worauf wir schließen können, dass alle Entscheidungen diesbezüglich vom Bezirk getroffen werden, das heißt von Hermann.
Dann meinte der Polizeichef Kant, ja, wir sind ja nur gekommen, um meinen friedlichen Transfer der Menschen in der Schule in die Lager in der Umgebung zu gewährleisten, was auch nicht stimmt, denn es war schon Polizei im Gebäude drin, das heißt, es war eine Räumungsaktion. Zweitens hat dann Kant gesagt, ja, und außerdem wurde das dann hier zur Gefahrenzone, weil es wurden Flüssigkeiten entdeckt, die nicht identifizierbar sind und dann irgendwie so Bomben und sowas. Deswegen mussten wir halt auch mal zurückbomben und so, und deswegen war halt irgendwie Polizei da aus Thüringen, die irgendwie mit bewaffnet war mit Maschinengewehren, weil ja so viel Gefahrenzone ausgeht von der Schule. Und dann haben einfach ein paar Unterstützerinnen entschieden, halt zu intervenieren und diese komische Brabbelei über die Bürokratie zu beenden und mal auf die Menschen zu sprechen zu kommen. Wir haben gefragt, warum nicht darüber geredet wird, warum die Menschen überhaupt auf dem Dach gelandet sind, warum sie diesen Weg wählen mussten. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Menschen eben nicht darüber informiert wurden, dass am Dienstag irgendwie Polizei kommt und irgendwelche Leute irgendwo hin transferiert. Wir haben darüber gesprochen, dass die Listen, die quasi seitens des Bezirks und des Senats zur Schule gemacht wurden, nicht von Leuten bestehen, die in der Schule leben. Wir haben beschrieben, dass diese Listen irgendwie korrupt entstanden sind und nicht transparent gemacht wurden für die Menschen, die in der Schule leben. Wir haben darüber gesprochen, dass hier nichts Politisches diskutiert wird, was die Forderungen der Geflüchteten anbelangt. Und daraufhin wurden wir von Polizeikräften herausgetragen. Also in diesem ganzen Zusammenhang möchte ich uns nochmal sagen, eine gewaltsame Räumung der Schule ist noch nicht vom Tisch. Polizeichef Kant hat im Innenausschuss heute gesagt, als wir thematisiert haben, dass Leute an den Blockaden hier im Sperrbezirk brutalst von Polizeieinheiten angegriffen wurden, hat Kant gesagt, er ist dafür nicht verantwortlich. Das ist jeweils lokale Entscheidung. Das heißt, USK-Einheiten aus Bayern, die Einheiten aus Nordrhein-Westfalen, die gestern hier standen, die Einheiten aus Baden-Württemberg, die uns im Abgeordnetenhaus festgenommen haben, die entscheiden jeweils, was an den Blockaden passiert. They have been using a lot of propaganda to vanish the image of refugees while keeping us in lagers, restricting us in one place, deporting us, restricting us from work and also to go to school. Sie haben viel Propaganda, die deutsche Regierung hat viel Propaganda dafür eingesetzt, um Geflüchtete zu diffamieren, sie in Lagern gesperrt zu halten, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken, sie abzuschieben und keinen Zugang zu Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten zu geben. It is the same way, the same propaganda they are using since we started this movement in 2012. Und auch mit dem Beginn unserer Bewegung 2012 hat diese Propaganda nicht abgenommen. Macht er so eine Vorwelle. Wir haben zu den Bullen in Berlin. So also echt. So hier steht, was für eine Bullenknappheit und was für eine Überforderheit bei diesem Design. Aber meine Dorn. Ey, hier soll man hier mal hin. Warum? Verlangen Sie jetzt.
Big solidarity greeting from the roof. We are together.